Was geht ab? Meine lieben Freunde, willkommen zurück zu einem weiteren wunderbaren Video. Freunde, heute schauen wir uns mal wieder eine Schmink-mir-Nacht-Challenge an. Es gibt wieder zwei Videos, das heißt, das erste Video kommt heute und den zweiten Teil werden wir uns morgen ansehen. Diesmal hat es Carina mit ihrem Video auf den Platz 1 in den Trends geschafft, was mich sehr, sehr doll freut, Freunde. Also, falls ihr das Video noch nicht gesehen habt, schaut es nicht bei mir das erste Mal, geht erst auf den Push-Out-Kanal, Link in der Beschreibung und lasst dann nochmal einen Aufruf und einen Daumen nach oben da. Dieses Mal übertreibt Julian einfach komplett Schmink-mir-Nacht-Challenge. Ich bin sehr gespannt. Der zweite Teil ist schon hier oben. Den werden wir uns, wie gesagt, morgen ansehen. Ich hoffe erst einmal, euch geht's allen gut, Freunde. Ich hoffe, ihr genießt die kleine Auszeit, die ihr habt und könnt ein bisschen abschalten. Ich werde versuchen, ein paar mehr Videos hochzuladen in der Zeit, wo ihr jetzt Ferien habt, in Anführungsstrichen. Die meisten von euch zumindest. Natürlich, viele von euch müssen auch noch arbeiten. So wie ich auch, in Anführungsstrichen. Ja, Arbeit, man kann das sehen, wie man will an dieser Stelle. Aber ich hoffe, ihr genießt die Zeit ein bisschen und könnt ein bisschen den Kopf frei bekommen mit YouTube und sonstigen Sachen. Wir sind jeden Donnerstag, von Donnerstag auf Freitag Nacht live auf Twitch, also schaut da gerne vorbei, Link in der Beschreibung, lasst ein Follow da. Wir werden demnächst auch auf jeden Fall einfach so random streamen, vielleicht eine Runde Scribble mit Ju, hatte ich mal länger Bock drauf. Wenn wir das hinbekommen mit ein paar anderen Leuten noch, dann werden wir das machen. Also folgt gerne auf Twitch, Freunde. Ansonsten würde ich sagen, schauen wir jetzt hier rein bei der Schmink-mir-Nacht-Challenge. Ich bin großer Fan davon. Die anderen Folgen packe ich euch mal oben ins i, die wir uns schon angesehen haben. Und wir schauen rein. Los geht's. Willkommen zu einer weiteren Folge nach mit Julian Bam. Ist das wack, sich selbst anzumachen? Das ist Julian Bam, Leute. Schaut ihn euch an. Beste Intro-Musik der Welt. Es ist mal wieder soweit für eine Schmink-mir-Nacht-Challenge. Ich habe wieder mit Ju. Das letzte Mal war ja ein Jahr her. Das ganze Jahr habe ich trainiert, um Verena heute mal fertig zu machen. Ja, ich habe gehört, heute wird es extrem hässlich. Wir haben uns gedacht. Deswegen bin ich hier, Freunde. Willkommen. Freunde, übrigens, wir haben Merchandise, ja? Link in der Beschreibung. Ein wunderbares Flo-Shirt. Titten sieht den Kissen. Ich habe es noch nicht angekündigt auf diesem Kanal, aber ja, ihr könnt es gerne kaufen, wenn ihr wollt. Danke. Ich dachte so, wir haben so makellose Gesichter und deswegen, die müssen jetzt verunstaltet werden, oder? Das ist doch genau das, was wir haben. Das ist der Plan. Ja, genau. Wenn ihr schön seid, macht euch hässlich. Kauft diese Farben und macht euch hässlich. Genau, pushat.com, pushatfarben.com.de/a.shop. Kann ich mir nicht merken, müsst ihr unten reinschreiben. Boah, Alter. Le Trembon, le richtige. Oh, hier haben wir einen Spiegel, hier sieht man Tom, wo ist Tom? Tom? Alter, scheiße, warte. Für die Leute, die das noch nicht gesehen haben, wir haben hier ein Format Schmink mir nach. Der eine erklärt, was der andere schminken soll. Ich liebe das Format. Ohne es zu sehen. Nur mit Ohren. Was hampelt er da schon wieder hoch? Komplett gar nicht bewegt. Ja, das heißt, wenn ich es sage, ich sehe da einen Kreis im Gesicht, dann muss Carina sich einen Kreis ins Gesicht malen. Machen wir dann nur die eine Seite? Würde ich sagen. Ja, eine Seite. Safe, oder safe. Das ist Style, dieser Schmink mir nach. Das ist safe Style. Ich würde dann auch anfangen. Ich sehe da definitiv einen Punkt auf der Stirn. In welcher Farbe? Rot. So, und wir fangen an mit Barry Wine. Ja. Und ein sehr großen. Habe ich da nicht schon letztes Mal gemacht, roten Kreis? Nein, du hast ein halbes Dreieck gemacht. Oh, das halbe Dreieck war so gut. Remember das halbe Dreieck, Freunde, am Auge, das war so gut. Stimmt. Ja, ich sehe da auf jeden Fall erstmal so einen großen Kreis auf der Stirn. So umgehe ich auch den Fakt, dass ich einen Pickel habe. Ey, wir sind fertig. Ey, schlau. Weißt du, wie ich aussehe? Komplett in der Mitte oder zwischen den Augen? Was meinst du? Wir machen jetzt, wir gehen hier runter von dem Kreis. Oh nein, ist ja einfach ganz anders. Ju hat einfach so einen, keine Ahnung, riesigen Kreis gemalt und bei Carina ist es einfach so ein kleiner, unauffälliges Muttermalmäßig oder wie bei den, ich will jetzt niemanden diskreditieren oder diskriminieren, aber in der indischen Kultur haben ja einige weibliche Wesen auch so einen Kreis. Also mit einem so sieht es eher aus. Bis zur Nasenspitze. Und runter. Ganz gerade? Ganz gerade und noch. So gerade wie es geht. Ich messe nach gleich. Bis über den Mund. Das Gute ist bei den Farben. Man kann die auch essen. Dann malen wir den Punkt, noch einen Kreis auf Kinn. Das ist quasi so eine, also wie so eine ganz lange Hantel. Wir malen von dem Auge, gehst du nach rechts und ich nach links. Ein Strich. Einfach ein Strich, gerade. Gerade, aber nicht zu weit, denn wir enden wieder mit einem Kreis vor der Palette. Es wird jetzt schon, es sieht jetzt schon ganz anders aus. Wenn du ein Mann wärst, was? Alexanderplatz oben in der Süd unter den Linden. Das ist schön. Sieht jetzt noch cool aus. Wir ändern die Farbe von Barry Wine into Yellow. Oh shit, das ist rot geworden. Euer Gelb ist jetzt, by the way, leicht lila. Hast du den Pinsel nicht richtig ausgewaschen, ne? Ja. Genau. Wir malen unsere Lippen gelb. Okay. Okay. Oh, das war ein Fehler.
Aber wir machen die Lippen viel größer, als sie sind. Jetzt reicht es. Das heißt, was? Es muss aussehen. Das Ding ist, ich frage mich halt eher, wie Ju auf diese Gedanken kommt, während er das malt. Er hat eher... Ich weiß es nicht, Freunde. Beim halben Dreieck bin ich ausgestiegen schon, da war für mich alles vorbei. Fetten Mund. Mund, ja. Wie mit Botox aufgeschrieben. Genau. Fühl ich mich wie auf der Kühe. Sieht gar nicht so cool, wie ich dachte. Aber ein bisschen bitter schmeckt schon. Ja, man sollte die nicht essen. Man sollte sie eigentlich nicht keine pur essen. Parfüme drin. Also riechen nach nix so, schmecken nicht, aber sind dafür hautverträglich. Und ein bisschen bitter. Kommt der ist die Ich habe einen Kaugummi im Mund, ich glaube, das ist nicht so vorteilhaft gerade. Also das Nasenloch muss ein bisschen hervorstehen, das heißt, wir ummanteln das Nasenloch mit gelber Farbe, um nochmal ein wenig die Position. Leute, ich glaube, ich habe sehr große Nasenlöcher, oder? Ich habe große Nasenlöcher. Ich habe auch eine große Nase. Ich habe eine sehr große Nase, oder? Scheiße, man wird mir immer gesagt, dass ich eine große Nase habe, Leute. Meine Kopfhörer jucken so doll. Also nicht meine Kopfhörer, egal, Leute, ich höre einfach auf zu reden. Die Position des Nasenloches zu unterstreichen, ich glaube, kommentiert hätte man sich ausdrücken können. Danke. Das stimmt. Du versuchst auch immer so absichtlich die hässlichsten Sachen zu finden, damit man sie ja nicht gut nachmachen kann. Ja, also mein Ziel ist schon, dass Carina auch kacke aussieht. Mit uns schwarze Farbe. Okay. Seele. Wir malen uns jetzt eine weitere Augenbraue über der Augenbraue. Oh, was? Duobraue auch, nicht zu verwechseln mit Monobraue. Das ist voll schwierig auf der linken Seite. Richtig kreativ hier. Eine Duobraue. Ach komm, machen wir doch eine Augenbraue drüber. Noch mal. Ja. Ja. Wir malen uns jetzt ein fotorealistisches Auge unter der Augenbraue. Ich bin so viel besser geworden. Unglaublich. Was geht in deinem Kopf vor? Was geht in deinem Kopf vor? Sieht doch schon nicht schlecht aus. Meine Güte. Justus. Was ist das denn hier? Ist es weiß? Das ist grau. geworden auf jeden Fall. Wahrscheinlich habe ich damit gezeichnet letztens. Wasser nimmst du noch eine Würste drin? Dann kriegst du wieder relativ weiß. Ich nehme keine Tipps an. Nicht von Tom. Tipps. Aber danke für den Versuch. Ey, Ju ist einfach so Spirit Animal manchmal. Das ist gut. Heute ist meine Hand viel ruhiger. Ist nicht so scheiße, ja. Ne? Ja, nicht so scheiße wie sonst. Reflexion rein. Zack. So. Wir nehmen die Farbe Grün, aber nicht irgendein Grün, sondern ein ganz bestimmtes Grün, mein Lieblingsgrün. Golden Green. Golden Green. Golden Green. Shimmer. 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 Das wird immer schlimmer. Wir machen jetzt, ich muss viel krasser, also es sieht bei Carina schon bestimmt krasser aus. Deswegen müssen wir was richtig Hässliches finden. Bei Carina sieht schon, also sie ist immer noch dabei, weil sie sich halt Mühe gibt. Grüne Flasche, sowie eine Wasserflasche. Warte, aus wohin? Grün. Wohin? So, angefangen unterm Ohr, Flaschenkopf, Hals, ins Nasenloch rein. Was? Ich möchte gar nicht wissen, wie Ju auf solche Sachen kommt. Ich möchte es gar nicht wissen, glaube ich. Ich möchte gar nicht wissen, was bei diesem Jungen manchmal in seinem Kopf vorgeht. Ich will nicht sagen, dass ich besser bin, aber sowas ist... Ja, egal. Ja, die müssen wir gleich definitiv noch schattieren. Wir müssen alles schattieren. Schattieren ist das Beste. Ja. Ach, scheiße. Das war eine dumme Idee. Das kommt vor, sie hat das aus so ein WLAN-Symbol. So Wi-Fi-Zeichen. Okay, Flasche halt echt. Ist weniger. Also diese Wasserflasche ist weniger eine Wasserflasche geworden. Aber das machen wir, das ändern wir. Ey, bei Carina ist es einfach echt eine Flasche geworden. Gleich mit der richtigen Schattierung nochmal. Genau, das wertet ja alles genau. auf. Wir schließen das WLAN-Zeichen an unserer Stirn ab, indem wir noch einen grünen Punkt auf unsere Augenbraue machen. Auf die eine echte Augenbraue. Starke Farben, meine Güte. Mein Gott, wo kriegt man die nur? Bestes Mensch. Ist da Wasser in der Flasche drin? Nee, die war einfach nur grün, ne? Die war einfach nur grün. Okay, aber manchmal kein Wasser oder so drin. Nee, aber wir nehmen jetzt die Farbe Ziva und. Ziva ist ausverkauft überall. Schreiben XL links neben dem gezeichneten Auge. Für mich ist der Mensch ein Psychopath. Warum nicht? Warum nicht mal oh ja. Integrieren. Ja, richtig. Hä? Fuck. Aber das L, die untere Linie, geht unter das Auge ganz lang. Psychopath? Aber das ist bei mir umgekehrt. Nee, bei dir würde es tatsächlich gehen. Bei mir geht das in bei die andere Richtung. Bei dir kann das gehen. Bei Ju geht das eigentlich gar nicht. Du hast einfach gerade spiegelverkehrt gemacht. Das ist ein Spiegelverkehr. Ich wollte gerade sagen, ich habe mich so gewundert, warum mal Ju spiegelverkehrt. Okay, ein Spiegel. So, wir nehmen das Blau. Und so ein Idiot manchmal. Schreiben wir hin XL. Was fehlt dem Ganzen noch? Wir nehmen Lavender. Lavender? Wir machen jetzt, du hast noch nichts gemacht, ne? Nö, ich warte auf deine... Ich bin echt verstört ein bisschen, muss ich sagen.
Ich weiß noch nicht, ob auf eine gute oder eine schlechte Art und Weise. Wir machen die ganze Nase einfach mal lila. Die ganze Nase? Wie so ein Kätzchen oder einfach nur... Einfach lila. Einfach nur die Nase. So, wir machen das Viertel vom Kinn, die Innenfläche, also die Fläche, die quasi gerade umrahmt von dem umgedrehten L wird, die wird auch nochmal lila gefärbt. Das Ding ist, ich sehe Ju und ich sehe, wo er hinzeigt und hätte trotzdem 0,0 Ahnung, wo ich es zeichnen müsste. Das ist, glaube ich, ein Problem. Er ist so Michelangelo und Picasso und so, Enchanté. Wir machen jetzt quasi eine Linie bis hoch zum Ohr und dann leicht ins Ohr rein. Ins Ohr rein, okay. Was? Wie groß hast du das XL eigentlich geschrieben? Ungefähr Größe groß. M. Ins Ohr rein. Ich hab's okay. Nicht reingemalt. Nee, doch nicht mehr. Hier fehlt noch was, hier fehlt noch was. Ganz, ganz viele kleine Punkte fehlen da noch. Lila Punkte zwischen Augenbrauen und der anderen Augenbraue und der anderen Augenbraue. Ganz viele Augenbraupunkte. Ja, die Punkte sind sehr halbherzig. Ich würde sagen, dass wir mit der Schattierung weitermachen. Ja. Geht's noch? Dieser Todesblick und dann geht's noch? Weil das ist nicht mal das Video für Juice-Kanal und er ist so richtig, keine Ahnung, dominant einfach. Und jetzt schattieren wir quasi alles, vor allem halt. Das Dominant hat sich gerade ein bisschen falsch angehört, es tut mir leid. Die Flasche ist ja auch aus wie eine Flasche. Okay, die Flasche ist einfach nur ein Pampagoi. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht. So, ist das eine Flasche? Ey, bei Carina ist es eine sehr gute Flasche. Okay, wir schattieren alles und jenes. Du kannst ja auch mit Wunsch schattieren. Ja, wir schattieren jetzt alles, alle inneren Flächen mit einer Farbe, die jetzt ganz knallhart heraussticht. Ja. Rosa. Also, rosa ist actually underrated, Freunde. Das T-Shirt, das ich anhabe, jetzt no Merch-Werbung again. Aber es ist slightly rosa und ich liebe das. Das ist so ganz slightly, sieht man das? Es ist ganz slightly rosa. Ich weiß nicht, wie diese Farbe heißt. Es ist nicht weiß, es ist aber auch nicht rosa. Es ist so eine geile Mischung. Also, jetzt dumme Werbung, ich weiß, aber selbst wenn es jetzt kein Shirt von mir wäre, ich mag diese Farbe sehr gerne. Komm, ja. Das sieht schon gut aus, oder? Ja. Es ist halt einfach... Sogar dieses gemalte dritte Auge hat keine Hoffnung mehr in sich. Sogar dieses Auge hat keine Hoffnung mehr in sich. So, wir ändern wieder zum Pinsel. Ist es mehr rosa bei dir oder schon Pink-Richtung? Ja, ist bei mir auf jeden Fall eine ganz andere Art von Farbe geworden. Wir nehmen Dark. Es ist einfach so ein Matschepampe bei Drew immer im Endeffekt. Ein Ohr zu zeichnen. Oha. In der Flasche, aber die kann auch ein bisschen über das XL gehen. In der Flasche? Oh. Das ist bei Carina ja unmöglich. Ne? Jung, hör auch mit den Wangen zu. Kennst du das Sprichwort? Ja. Krass. Oh nein. Ich war schon wie exposed. Huiuiui. Wir malen Nasenlöchern in jeweils den roten Kreisen. Oh nein. Was? Nasenlöcher malen wir? Oder in die Ohren? In die Nasenlöcher? Nee. Oh nein, Carina hat diese ganz kleinen roten Kreise nur gemacht und Ju denkt, dass sie da auch so riesige rote Ach, Leute, das geht schon wieder schief. Nasenlöcher in die roten Kreise, die wir anfangs gezeichnet haben. Also Punkte? Also wenn deine Nasenlöcher nur Punkte sind. Bei mir haben die eine leicht aubergine-formige Art. Okay, bei mir sind auch Punkte geworden. Dann machen wir ganz schön lange Unterwimpern. Lange Wimpern unterm Auge. Ja. Die sind ganz straight runter wie so ein Sonnengott, der seine Strahlen auf das Volk abwirft. Was? Nee. Ja. Okay. Okay. Ich sehe cool aus. Nein? Nein. Du siehst cool aus. Ja. Wir malen eine Nase am Ohr. Was? Das ist unberechenbar. unter den Kontakt. Das Ding ist, ich check's bei Ju nicht. Er zeichnet extrem gerne Körperteile auf andere Körperteile. Wir haben mittlerweile schon 3 Augenbrauen. Wir haben 3 Augen. Wir haben 3 Ohren. Und jetzt kommt noch eine zweite Nase. Und, oh, wir haben einige Nasenlöcher. Stimmt, vergessen, wir haben einige Nasenlöcher schon. Wir haben eine Sammlung an Nasenlöchern. Ja. Kommt eine Nase, die quasi Richtung Nase zeigt. In schwarz? In schwarz. Ja. Ist cool? Ist cool. Lustig, wenn ich alles komplementär gezeichnet hätte, aber es nicht gesagt hätte. Dann wäre ich ein Negativ von dir. Aber es ist schon ziemlich negativ. Actually true. Man erwartet so gar nichts. Oh Gott. Das Ding ist, bei Carina ist es halt wirklich noch gut. Bei Carina ist es wirklich noch so ein
wie heißt das, so eine kleine Collage irgendwie, weil so viele Sachen drauf sind. Gar nicht, nur Mund. Machst du noch irgendwas? Ich bin schon längst fertig. Ja, ich warte, also... Alles okay. Klar. Wir müssen in die andere Richtung gucken, oh, ne? Damn. Genau. Oh damn! Dina, oh, no. Okay, oh, no. Sind Sie bereit für Ihr neues Gesicht? Das, die eigentlichen Kunstwerke sehen Sie gerade hier, meine lieben Damen und Herren. Das sind die eigentlichen beiden Kunstwerke, diese beiden Gesichter. Wunderschöne Menschen. Wir beginnen mit dem Countdown. 10. No. 3, 2, 1, go! Oh! Oh, das schön. Sieht ja süß aus. Das sieht krass aus, das Auge sieht mega gut aus, heftig. Ich liebe Ju einfach, ich liebe ihn. Er ist wie ein Sohn und ein Vater für mich. Aber mehr wie ein Bruder. Krass, ich bin immer wieder überrascht. Das Ding ist bei Carina halt echt so eine Ordnung drin. Ja, krass. Und das Pink ist auch, die Schattierung ist auch gut geworden, krass. Ja. Man könnte auch denken, dass das, kennt ihr diese Pantoffeltierchen? Ja. Ja, das ist oh, ja, true, finde true. Finde man erkennt, dass wir was Ähnliches gemacht haben. Ungefähr. Na, ungefähr. Ist das, das eigentlich, so? Ja, doch. Allein ein Auge. Das ist so, Auge, ja. Auf keinem was zu. Und ich bin so der Morgen. Der Morgen danach, ja. Ja, also Leute, ne, hier. Das Ganze mal live sehen wollt, dann abonniert machen, uns ja? Auf Twitch. Das ja. Ist bestimmt witzig. Ja, das machen. Ja. Live ist super witzig. Live ist immer ja. Witzig, ja. Vor allem ist es dann nochmal so. Die ganzen asozialen Jokes wurden wahrscheinlich raus. Oh, live wäre echt cool. Und in live seht ihr die dann. Oh, Scheiße. Twitch, wie oft twitcht ihr? Ganz oft in der Woche. Ja. Twitcht ihr? Wie so ein Opa. Wie oft twitcht ihr? Der so versucht cool zu sein irgendwie. Sonst verpasst ihr das nächste Video, weil wenn das ist so vom Algorithmus jetzt mittlerweile, wenn ihr nicht geliked habt, war es keine Ahnung, ist gar nicht so wahrscheinlich. Doch, ist so. Ihr müsst das ist Video so, ihr müsst liken. Sonst könnt ihr das nächste Video nicht mehr sehen. Glocke auch noch, so altmodisch bist du. Oh mein Gott, altmodisch war so 2015. Das interessiert mich. Heutzutage sagt man, ich küsse deine Augen. Welches von den drei? Oh Mann, ey. Ich hab noch ein Video gedreht. Eventuell. Ja. Oder auf seinem Kanal, was ihr unbedingt sehen müsst. Genau, da wird Carina. Schauen wir uns morgen an, Freunde. Also abonniert auch diesen wunderbaren Kanal, falls ihr es nicht getan habt. Ja. Leute, ich freue mich auf jeden Fall. Immer wieder nice, hier diese Schwimmchen nachstellen zu machen. Bitte, Leute, macht es nach. Das war's auch schon mit dem Video. Wir freuen uns auf. Ihr könnt was lernen. Es hat euch gefallen. Es hat euch unterhalten. Das war's jetzt auch. Ja, das war's auch schon. Viel zu lange Abmod ist schon 10 Minuten. Oh Mann, ey. Freunde, willkommen zur kleinen großen Minifahrt. Was soll ich sagen? Was soll ich sagen? Es war weird. Das war bis jetzt die weirdeste Schmick mit Nacht Challenge. Und ich bezweifle. Nee, ich weiß es nicht, Leute. Ich habe keine Ahnung, was bei Ju im Kopf vorgeht. Ich möchte es gar nicht. Ich glaube, wir möchten das gar nicht wissen, was da alles vorgeht. Besser ist es für uns, für unsere Gesundheit, für unser Überleben und für Ju. Freunde, ich würde sagen, wir schauen uns morgen die nächste Schmick mit Nacht Challenge an, den zweiten Teil. Also verpasst das nicht. Lasst einen Daumen nach oben da. Und natürlich schreibt, wie es euch gefallen hat. Mit mir, mit euch. Wie es euch geht. Seid ihr im Überleben? Ist alles gut bei euch? Ich hoffe doch. Wir sehen uns. Habt einen wunderbaren Tag. Bleibt natürlich fresh. So wie immer, vergesst nicht, das Organo-Video abzuchecken. Bis dann, bleibt fresh und ciao.